gerade lief der Soundcheck. Ja. Honnen sind heute Morgen da bei uns. Ja. Und wir haben beide gesagt, ach, weißt du, wenn es jetzt nicht 6:50 am Morgen wäre, könnten wir beide uns jetzt gut in eine Strandbar setzen und zu dieser Musik einfach chillen. Coole Musik, Electro-Soul von Andy und James, die heute Morgen hier sind, mit einer Sängerin und die uns coole Musik präsentieren werden und die gerade ganz schön steil gehen. Ne? Genau, gleich live bei uns und vorher erstmal auf dem Sofa. Smoothe Stimmen mit ordentlichen Beats aus Soul- und Funk-Klassikern und elektronischem R&B. Dafür stehen Honn. Andy Clutterbuck und James Hatcher kommen aus Südengland und lernen sich vor 8 Jahren an der Uni kennen. Sofort beginnen sie, eigene Songs zu schreiben. 2014 gründen sie die Band Honn und veröffentlichen die ersten Singles. Ihr Bandname kommt aus Japan und bedeutet so viel wie wahre Gefühle. Im Internet werden ihre Songs weltweit bereits millionenfach gestreamt. Jetzt kommt ihr Debütalbum Warm on a Cold Night. Ende Juli beginnt ihre Tour. Hi, guten Morgen, hallo. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid und fragen uns, ihr seid eigentlich Musiklehrer gewesen oder macht ihr das immer noch? Ich weiß es gar nicht. Nein. Wir haben damit aufgehört. Vor ein paar Jahren schon. Wir aufgehört haben. Also, wir haben dann den Plattendeal gehabt. Wir hatten Glück mit unserer Musikerkarriere. Da wollen wir uns darauf konzentrieren. Sind eure Musikschüler sitzen jetzt da und warten, dass ihr wiederkommt? Oder wie haben die reagiert? I think they are. Yeah, it's ja, die warten vielleicht auf uns. Das war lustig, als wir noch Lehrer waren, hatten wir immer, wenn wir irgendwo gespielt haben, mit den Kindern auch drüber gesprochen und dann haben die unsere Musik rumgehen lassen. Also die haben uns auch ein bisschen unterstützt. Und ich habe gehört, in einem Song habt ihr sogar geschrieben, während des Unterrichts, als die Schüler nicht kamen. Oh yeah, so yeah. One of the tracks on the album is called All in the Value. All in the Value ist einer der Songs. Die Kids sind einfach nicht aufgetaucht und dann haben wir uns hingesetzt und den Song geschrieben. Also vielen Dank, dass die Kinder nicht gekommen sind. Super von denen. Wir müssen über euer Album sprechen und wollen das auch. Da ist auch einiges Japanisches am Start. Wie kommt das? Yeah, so the name Honn. Honn, der Name der Band, ist japanisch. Bedeutet wahre, echte Gefühle und ich bin ein großer Fan von Japan. Ich war oft in Japan und wir werden hoffentlich dort auch im November touren können. Wir mögen einfach diese ganze japanische Ästhetik und so kommt das. Ich war noch nicht da. Ich glaube, ich wollte wissen, wie viel Bier er zahlen musste, dass du gesagt hast, okay, wir machen das Ganze jetzt im japanischen Style, weil das ist ja auch eine Entscheidung, ein Bandname ist ja auch, hat ja auch Gewicht und dann sowas Japanisches zu nehmen, war das für dich okay? Yeah, so I actually found the name. Ich habe den Namen gefunden, ehrlich gesagt. Also Honn bedeutet ja wahre, echte Gefühle. Und wir hatten schon ein paar Songs und das ist die Richtung unserer Musik. Und dachte ich, ey, das passt für uns. Wir haben heute Morgen schon gesagt, wir sollten auseinandersitzen, weil man hört, bei eurer Musik verliebt man sich. Worauf führt ihr das zurück? Woher kommt das, dass das funktioniert? Yeah, you have to be careful. Ja, ihr müsst vorsichtig sein, wirklich. Ich glaube, einmal die Texte sind sehr romantisch, wir sprechen über Beziehungen und zwar auf sehr positive Art und Weise. Ja, man kann gut sich verlieben, wenn man unsere Musik hört. Schön, wenn das passt, wenn es passiert. Also manchmal auch, wenn man es nachts hört. Ihr werdet dann bestimmt noch bei diversen Hochzeiten Trauzeugen oder sonst was. Demnächst dann kommt alles raus, das Debütalbum. Das ist am Freitag rausgekommen, heute sind Sie live bei uns im Morgenmagazin. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Wir freuen uns sehr. Okay. Jetzt der Sport. Yeah, thank you. Vielen Dank, dass wir kommen. Da haben Sie sich schon bei Sven in den Hintergrund gemogelt. Da stehen Sie jetzt aber in echt. Honn sind heute Morgen bei uns zu Gast. Und man sagt, bei Ihrer Musik kann man sich gut verlieben. Wir werden das gleich mal ausprobieren, was es mit uns macht, wenn Sie Electro-Soul spielen. Andy Clutterbuck und James Hatcher schreiben ihre ersten Songs schon während des Studiums. Sie lassen sich von Soul- und Funk-Klassikern inspirieren und heraus kommt Feinstar Electro-Soul. Seit 2 Jahren sind sie als Band Honn unterwegs. Der Bandname kommt aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie wahre Gefühle, die auch in ihren Songs zur Geltung kommen.
Im Internet werden ihre Songs auch deshalb millionenfach gestreamt. Vergangenen Freitag ist ihr Debütalbum Warm on a Cold Night erschienen. Ende Juli beginnt ihre Tour, die sie auch nach Deutschland führt. Jetzt hat es sie erstmal zu uns ins ARD-Morgenmagazin geführt. Andy, James und heute bei euch Naomi. Herzlich willkommen. Andy, ich habe von dir gehört, dass du gerne vor Auftritten so ein bisschen Backstage, also hinter der Bühne rumtigerst. Was hast du heute gemacht vor dem Auftritt hier? Heute haben wir ein kleines Live-Facebook-Interview gegeben. Was haben wir sonst noch gemacht? Ich wollte sagen, das klingt bei uns doch sehr entspannt. Ein entspannter Auftritt, der jetzt auch, glaube ich, musikalisch genauso werden wird. Someone That Loves You hören wir jetzt von euch. Hon, live im ARD Morgenmagazin. Thank you. Someone that loves you. Whoever said it was easy must have had it pretty good. Must have had it pretty good. I want you, boy, just to please me. Don't tell me that you could. Don't tell me that you could. It's beautiful in the way we move. But what's a girl to do when you can't seem to choose? Beautiful, but we must restrain. When your mind is split two ways, that's when the calm down plays. Don't touch me, boy, I want you. Not allowed to. You're someone that loves you. I'm waiting and I'm patient. I'm deluded. You're someone that loves you. You want me close so I hear you. I thought I made it clear. Don't whisper in my ear. My heart, it keeps getting weaker. I know you want me near. But your love is what I fear. It's beautiful the way you move. But what's a boy to do when he can't seem to choose? You're beautiful, but I must explain. My mind's not in a good place. And so the come down, please. Don't touch me. Boy, I want you. Not allowed to. You're someone that loves you. I'm waiting and I'm patient. I'm deluded. You're someone that loves you. Don't touch me. Boy, I want you. Not allowed to. You're someone that loves you. I'm waiting and I'm patient. I feel stupid when you have someone that loves you. That loves you. Does she love you too? The way that I do. Don't touch me. Boy, I want you. Not allowed to. You're someone that loves you. I'm waiting and I'm patient. I'm deluded. You're someone that loves you. Don't touch me. Boy, I want you. Not allowed to. You're someone that loves you. I'm waiting and I'm patient. I feel stupid when you have someone that loves you. That loves you. When you have someone that loves you. That loves you. When you have someone that loves you. Tut auch mal gut, mal was zum Durchatmen zu haben. Hon, heute Morgen zu Gast bei uns im ARD Morgenmagazin. Vielen Dank für den Besuch. Und jetzt der Sport mit Ocker.